Jetzt will ich nichts mehr hören. Das ist geil. Das ist jetzt geil, das passt. Gerade ist anders, ja. Warte, warte, warte. So, schau mal. Das wäre... Wieso lassen wir dich da drauf fahren? Das ist ärgerlich, aber ey. Ärgerlich, aber nicht schlimm. Wegen dem Kamin. Brauchen wir da noch was oder lassen wir es so? Schau mal, Leute. Hier so, ne? Sollen wir den noch irgendwie einbauen? Aber eigentlich können wir es so lassen, oder? Nach einem Jahr Pause, ja moin. Ja, auf den offiziellen Server, vergiss es. Ich dachte mir erst, wir bauen praktisch das Feld nach oben wie ein großer Schornstein, ne? Können wir auch, aber wir können es auch so lassen. Was sagt denn ihr? Schornstein bauen oder so lassen? Lass mal so, oder? Schauen wir uns mal von unten an. Ich finde, die Bude sieht so gut aus. Die Bude sieht echt gut aus. Wir werden hier draußen noch kurz ein bisschen Deko-Meko machen, weil wir es können. Hier so. Und wir brauchen noch einen Waffenständer. Wir brauchen noch einen so Waffenständer. Da, da, da. Auf jeden Fall schaut es jetzt schon mal gut aus. Hier machen wir einen Waffenständer und hier stellen wir praktisch einen Amboss hin, damit die Leute wissen, aha, da ist der Schmied zu Hause. So, ne? Und drüben Waffenständer, dann passt das. Dann sind wir mit Schmied fast durch, Leute. Wir sind mit Schmied fast durch. So, ich würde wieder den Großen nehmen, ne? Der Kleine ist einfach zu klein, aber der Große geht gut. Der schaut am besten aus. Da müssen wir jetzt noch schauen, wegen Beleuchtung. Jetzt geht uns ein Licht auf, meine Freunde. Buh, 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 buh. Den da so, oder? Geht doch gut klar. Jetzt noch Beleuchtung. Passt, oder? Können wir so lassen, ne? Die Laterne kommt weg, die bleibt da nicht. Abreißen, aufheben. Die Laterne muss da vorne dann an den Weg ran. Also da, wo der Weg entlang geht, weil der Weg führt ja praktisch hier vorbei, ne? Wir gehen hier rauf, bibabo. Und der Weg führt uns praktisch direkt hier vorbei. Eigentlich müsste sie fast schon hier stehen. Die Laterne müsste hier stehen. Wir machen da sicher noch sehr viele von den Laternen. So, ne? Vielleicht dann noch ein bisschen zum Wirtshaus, aber das geht. Wir machen da sicher noch mehr von den Laternen, weil ich finde die extrem geil. Die nächste Hütte, was geplant wäre, wäre hier ein Wohnhaus, ein kleines. Hier einfach ein kleines Wohnhaus, was den Weg da praktisch ein bisschen schmäler macht. Dass man gezwungen ist, hier zu gehen. Weil hier noch ein Wohnhaus. Oder wir bauen zuerst mal einen Stall für die Tiere. Das wäre auch geil und das würde sich zeitlich auch sicher noch besser ausgehen, weil ein Wohnhaus ist doch eher übertrieben. Also die Schmelze, die ist schon Unoschi, ne? Wobei ich fast hier hinten noch das Dach runterziehen will. Ich will da noch ein bisschen Vordach, das ist mir zu... Ihr wisst es ja, ihr kennt mich ja. Wir nehmen das runter. Wir nehmen das runter. Und wir brauchen eine Steindach. Ein Steindach. Diesen. Danke. Nice. Haben wir. Und dann ziehen wir das rüber. Weil ich glaube, dass es viel, viel besser ausschaut, wenn das Dach da weiter runter geht. Dann schaut es nochmal so den Gewissen. Das hat dann den Gewissen. You know what I mean? So. Wo ist denn der hin? Ich glaube, der ist nach innen. Der soll nicht nach innen, der soll nach außen. Hä?
Wo ist denn der hin? Wo ist denn der hin? Mega komisch. Ja, kann man machen. Ist komisch, aber ey. Ist mal was anderes, ne? So, nochmal. Bla, bla. Wir brauchen nur eins. So Gott will. So, okay. Ich will das da ganz hinten machen, dass man es eben nicht sieht, ne? So, genau. Nummer 2 drauf. So. Außen Felsen mit dem Dach fahren und das wäre mein Ziel gewesen. Ja, gefällt mir besser. Gefällt mir viel, viel besser. Schau mal an, jetzt ist das Dach so schön runtergezogen. Man sieht gar nicht viel von dem anderen Teil. Das Dach ist schön runtergezogen und hier auf dieser Seite ist nicht runtergezogen. Hier geht die Gerade raus für die Schmözen. Auf PC geht das doch ohne das Dach, die Ecken. Nope. Lässt er mich nicht dran machen, siehst du? Hätte ich da davor eins hingebaut. Nee, finde ich keinen Snappoint, Udo. Das macht er nicht. Nee, das geht nicht, meine Freunde. So, jetzt geht uns ein Licht auf, weil wir brauchen Beleuchtung. Wir gehen jetzt zu unserem Beleuchtungstable und schauen mal, was wir da Schmelze für Beleuchtungsausstattungen machen. Wir hätten sogar drinnen auch das, oder? Boden. Oh, Leute, was passt am besten so eine Feuerstelle, oder? So eine Feuerstelle passt natürlich sehr gut. Die machen wir auf jeden Fall. Die kann man draußen irgendwo hinstellen, das passt. Haben wir, check. Dann, Bodenhammer, Controller, ne, wir lassen das Licht sowieso laufen. Deckenleuchten für die Schmelze, Schmiede. Das wäre geil, das wäre sehr geil. Hm, zu übertrieben. Die Feuerschale kann auch was, oder? Von denen zwei für den Verkaufsraum. Flo, überhaupt kein Thema. Zwei für den Verkaufsraum und hinten bei unserer Werkstätte machen wir auch ein bisschen Licht rein. So, und zwar Decke haben wir gerade geschaut. Dynamic. Ja, passt. Was bist denn du? Wooden Table. Nee, eine Holzlampe will ich nicht drin haben. Gefällt mir nicht. Die Handhaltelampen brauchen wir jetzt auch. Sonstiges sind die. Für was sind da Treppen da? Ich verstehe es nicht. Wandlampen. Die wäre auch zu wild, ne? Die ist zu viel, ne? Servus, moin moin. Hallöchen. Die wäre geil, aber ich glaube, wir haben noch kein Öl, oder? Doch, wir haben Öl. Dann nehmen wir. Wow, die ist fast zu krass, ne? Nehmen wir die Kerze. Ey, es ist ein Schmied. Ah, die ist dann, oh, die ist zu, die kann man beim Königreich und beim Schloss hinbauen. Aber für den Schmied ist die zu krass. Sorry, aber das, so viel Geld hat der Schmied nicht. Eine Feuerschale, sowas hat der Schmied. Sowas hat der Schmied. Aber nicht sowas, das ist zu heftig. Das können wir den Schmied nicht reingeben, da würde der Schmied verprügelt werden. Die Feuerschale können wir eigentlich da. Können wir das nochmal verschieben? Würde den Feuerkrug gern hier hinsetzen. Und auch gleich anzünden. Und hier vorne dann das Waffending hinsetzen. Es ist alles ein Ding, ne? So. Oder das so an der Wand dran? Ja, komm, ist besser. Besser, ne? Ist besser. Dann hier die Kerze auf gediegen. Die Kerze. Dann hat er schon mal gut was Licht an Licht, ne? Meinst du mich?
Du, ich heiße das auch auf PS4 und wenn du einen Rowdy meinst, dann muss er das sein. Jetzt fahrt. Den Verkaufsraum machen wir die hängenden Dinger. Aber wie viel Platz haben wir denn? Da eine auslassen, da eine. Okay, machen wir so. Da eine. Und da. Okay, haben wir das auch. Dann. So, Red Pie. Und das gleiche will ich hier auch nochmal haben. Habe ich nicht zwei von den Schüsseln gemacht? Das ist was. Kann man das hier auch machen? Das ist ja ein anderer Tisch. Aber Lightning, Wandfackeln. Das sind andere. Oh nein. Das war für ein Kerker, ne? Wow. Wow, 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 wow. Wie krass. Oh Leute, alter Falter. Da außen stellen wir auf jeden Fall die Feuerschüssel hin. Dann haben wir da auch Licht. Da ins Eck, oder? Diese Mini. Ja, indirekte Beleuchtung geht, oder? Matrix, moin moin. Wir müssen nochmal so eine Wandfackel machen wie da hinten. Wie ganz hinten, dass wir da noch Licht haben. Aber sonst würde es passen, oder? Alter, da hinten sind andere Lampen noch. Das ist mal wow. Das ist anders schräg. Okay. Komm, mach mal zwei. Mach mal zwei, dann haben wir auf jeden Fall genug. Sind wir besser im All. Ja, das. Das wäre natürlich ein Highlight. Jetzt warte, die nehmen wir mit. Die brauchen wir da drüben. Ja, die Schädel können wir wegmachen. Die Schädel können wir auch in den Kelker oder so bauen, ne? Bei der Bude. Und hier noch. Alter, die Hütte ist mal anders geil ausgeleuchtet, oder? Kann man gut machen. Aufheben. Also das ist eben das Gelümpe, das passt schon. Okay, also was sagt ihr? Leute, was sagt ihr? Geil wären natürlich noch so Schilder. Glaubt ihr, es gibt Schilder? So geile Schilder, wo man was beschriften kann. Jetzt nicht die typischen Alk-Schilder, sondern in geil. Gibt's Schilder in geil? Mir ist noch nichts aufgefallen, aber... Wenn, dann ist das doch sicher wieder in irgendeiner Werkbank, oder? Wir gehen mal ein, Schild. Holzschild. Holzwandschild. Metallschild, Metallschild, bla bla bla. Okay. Was ist, wenn wir eingeben? Ski. Enforcer Death Shield ist wieder was anderes, ist aber nicht das, was ich will. Was wird es noch geben? Sein für Zeichen. Sein? Nee. Das normale Schild. Das ist scheiße. Wenn dann das große. Kann man ein Inventar machen. Wir probieren es mal kurz, ob es gut ausschaut. Ich glaube, das ist nichts, ne? Ich glaube, das ist einfach nichts, ne? Ich glaube, das ist zu groß und nothing special und die Schrift ist einfach nur so kacke, oder? Ich glaube, das kann nichts. Ich glaube, das wird nichts, aber probieren wir es. Das ist gar nicht groß. Schauen wir mal. Hoppla. Schmied.
Ja, komm. Das ist nicht ganz das, was ich will. Aber es geht, oder? Es geht klar, oder? Ich würde sagen, wir lassen es so gelten, ne? Ich würde sagen, wir lassen es so gelten. Leute, was haltet ihr von der Bilbo, ne? Wie gefällt es euch? Dem Schmied. Wie gefällt euch der Schmied? Sagt ihr geil oder sagt ihr, bau anders? Oder sagt ihr, das gefällt mir nicht, das gefällt mir nicht? Was ist eure Meinung zum Schmied? Geil oder nicht geil? Wenn ihr sagt, ihr könnt auch einfach einschreiben, wie cool und zwei für Scheiße. Das geht auch, wenn ihr Schreibfall seid. Ah. Wie ihr wollt. Ganz wie ihr wollt. Ah, nice. Okay, passt. Also wenn es auch gefällt, mir gefällt es auch sehr gut eigentlich. Das Gasthaus kommt dann noch. Kann man machen. Das würde ich noch gerne wegreißen jetzt da hinten, weil das stört mich jetzt ein bisschen. Achso, das ist genau das Ding, ne? Ah, da lassen wir es liegen. Du liest ja nimmer. Was? Dökro könnte es viel mehr machen. Ja, aber ich meine, ganz ehrlich, bei einem Schmied, was willst du jetzt da noch groß an Deko machen? Ich meine, wir könnten jetzt da noch Schlag mich tot hinlegen. Aber im Großen und Ganzen hat es wirklich was mit dem Schmied zu tun? Wenn wir da jetzt weiß nicht was hinlegen, weil klar, es gibt viel. Wir gehen mal rein zu dieser Werkbank. Klar, es gibt viel, aber ich meine, hier drin haben wir eigentlich schon gut ausgestattet. Waffen sind hier. Hier sind Waffen ausgestattet, gut ausgelachtet. Da oben will ich noch gern was reinbauen. Ja, ich war schon mal in der Schmiede. Und da gehört noch Rohmaterial her, eigentlich. Ansonsten Werkbänke und Werkzeug. Aber Werkzeug ist halt ein bisschen, ne? Fischer, Waffen. Was sind Waffen? Beitsche? Ja, moin. Passt, wissen wir das auch. Wüstenbekleidung braucht man auch nicht. Dachs. Was sind das? Ach, okay, das sind die Dinger. Ah, das sind die ganzen, alles klar. Das sind die ganzen praktisch, Tor. Ah, das ist das Schwertding. Das kann man außen auf jeden Fall noch platzieren. Wir brauchen dazu aber ein Schwert. Wir brauchen eine Werkbank für ein Schwert, oder? Kann ich nicht da ein Schwert machen? Scheiße. Wir brauchen kurze Werkbank. Wir müssen kurz das... Kann ich bei dir ein Schwert machen? Ah, ne, du hast nur Leuchten. Entschuldigung. Wir brauchen ein Schwert. Ich will das den Haufen machen mit den Schwert drin, unbedingt. Schwert hier. Haben wir doch. So, rüber den Lachs. So, dann wieder rein zur Schmülze. Okay, das war jetzt Nope. Tor, ah, da! Sword in the bla bla bla. Schwert. 1000 Stein? Ja, dann zieh rüber den Lachs. Huch! Da gibt's Zeichen, Leute! Ich hab sie gefunden! Ich hab Zeichen gefunden! Nice! Kauf nicht beim Schmied, das voll durch. Jetzt warte mal, ich hab Schilder gefunden. Niceness, niceness. Komm, Alter, das produziert wieder ewigst. Ja, moin. Komm, hau raus den Lachs. Gönn. Nice. Haben wir. Dann, meine Freunde, wir haben hier, schau mal an. Drinking Horn. Obsidian Wood Burner. Oh mein Gott. Sein. Hufeisen, Hufschmied. Was bist du? Was soll das sein? Ein Ding, oder? Ein Näher. Sch-
Schuster? Schildmacher? Wir haben aber kein Zement, oder? Nein, haben wir nicht. Ein Friseur? Ein Fischer? Ein Hutmacher? Ein Metzger? Alter, wie geil. Ein Bab? Ravensign. Fischsachen. Chest. Da! Das ist es. Wir müssen uns a little bit Zement herstellen. Und wir können auch Zement herstellen, ne? Wir haben ja hier irgendwo das Ding. Haben wir Zeug mit für Zement herstellen? Eher nicht. Wir brauchen ganz normal. Ups. Ich habe Zement noch nicht mal gelernt. Ah, da brauchen wir ja Chitin und das Zeug, ne? Chitin und Stein. Okay. Chitin haben wir bei ihm drin. Und ein little bit Stein haben wir bei ihm drin. Okay. Geht doch, Leute, geht doch. 500 haben wir. Warte mal, der Tüler Coleo steht ja in der Nähe, ne? So, siehst du? Geht ja! Rüber. Wir machen wieder die Fertigungsstrukturen rüber. Weil dann haben wir ein bisschen Ordnung im Inventar und wir sehen, was wir brauchen und nicht brauchen. Komm, den schmeißen wir jetzt auch rüber. Zack, zack, zack. Okay, wir sind nicht mehr überladen. Da ist auch noch was. Rüber. Passt. Nice. Geil. Haben wir. Dann gehen wir ein bisschen Zement machen. Dann können wir endlich das Schild machen. Bäcker müssen wir auch noch suchen. Aber im schlimmsten Fall kann man da auch den Hexenkessel hernehmen. Ist jetzt nicht die Welt, aber okay. Geht. Wenn ich mir die Bude anschaue, oder? Dann hat schon viel geklappt, ne? Da will ich jetzt gar nichts hören, ne? Wir warten jetzt ganz kurz ab, bis der durch ist, dabei schauen wir da noch rein, was er zu bieten hat. Oh mein Gott, Bücherregal, Stühle, Leiche? Wir brauchen ein Leichenschauhaus. Eine Kirche mit Friedhof und einen Leichenschauraum hinten. Und im Keller hängen wir die auf. Fläschchen. Was, Transmutte? Ah. Oh mein Gott. Oh, Knochensäge. Sprengstoff? Oh mein Gott, das ist Powder, passt. Giftschränke. Ach du heiliger Bimbam. Alchemiestümpfel. Udo kauft den PC, komm zu mir. Ah, ja, ja, Sigi. Da sind die ganzen Potions drinnen. Medikamentenbox. Leichen? Hatten wir schon? Das Stundenglas! Boah, ist das krass! Boah, ist das krass! Ein Globus? Gift? Krott? Was, Krott? Ein Stuhl? Bücherregal? Und Bücher? Wow! Wow, das haut dich weg, Leute. Das haut dich weg. Das ist Next Level Shit. Sein brauchen wir noch ein bisschen. Bevor wir jetzt zu Sein wieder reingehen. Also, wir sind bei Sein drinnen.
Warte mal, der... Nee. Shrine. Da waren wir. Plattform, die ganz normalen Standardplattformen, Nahrung, passt, haben wir auch da. Icebox. Ja, hast viel Schönes. Fürs Lokal dann. Halbe Wände. Ach, da gibt's eigene. Nice. Für die Kirche ein Kerzentisch. Das ist alles für Kirche. Grabstein. Leute, es gibt einfach alles. Särge, Grabstein. Wir müssen echt einen Friedhof machen. Statuen. Wir müssen eine Kirche machen mit Friedhof. Ist einfach so. Altar. Weinkeller. Für Garten. Wir werden die Mod nie austesten können. Nie. Nie. Fischer. Leute, also wir müssen da echt Schritt für Schritt durchgehen und alles machen, was wir brauchen, ne? So, Plattform, Nahrung. Ah, da waren wir eigentlich. Garten, da, ja, passt. Das wäre geil, ne? Eine Schaufel, das wäre es jetzt, ne? So, wir brauchen jetzt diesen Blacksmith, ne? Das ist der Fisch. Da. Das und das eigentlich. Wir brauchen eigentlich das hier. Wir haben genug Zement. Ah, den kann ich nicht da drüben rausziehen. Er kann es nicht aus dem Ding rausziehen, oder? Denke ich mir mal. Huch! Eben, wir haben schon genug Zement. Sage ich ja. Bin doch ein Blödmann! So, warte. Das jetzt noch, dann ist sie fertig. Eine richtige Gruselgruft. Ja, sowas in der Richtung. Sowas in der Richtung will ich haben. Unbedingt. Ey, wie geil ist denn das bitte? Hacke, komm. Das war's wieder komplett, Leute. Einmal das und einmal den Waffenschmied. Ich meine, wir stellen ja hauptsächlich Waffen her, ne? Krass. Krass. Das gefällt mir sehr gut. Wo muss man das ranpacken? Oder? In welcher Höhe sind wir da? Wir sind genau über der Kurve. Oh mein Gott, Leute, wie geil ist denn das? Oh mein Gott, Leute, wie geil ist denn das? Oh mein Gott, wie geil ist denn das? Wow, Mashallah, einfach der Schöne. Geil, gefällt mir sehr gut. Oder machen wir es gerade raus, nach vorne? Warte, wir kommen hier so rauf. Wäre sinnvoller, ne? Gerade raus, besser. Untereinander. Nee, es geht nur zum Abreißen. Oh, das ist schade. Das ist schade, aber ey, wir machen neue. Wie fällt es, was da rausschauen? Innen drin? Nee. Eigentlich kommt da hinten niemand rein, Udo. Von dem her ist eigentlich total nicht so übertrieben wichtig. Warte mal. Strukturen, sein. Einmal ihm da und einmal ihm da. So, wir bauen das jetzt vorne ran, dass auf die Straße raussteht. Weil es soll ja sichtbar sein und nicht so versteckt. Hier an diesem Pillar ran, ne? Wir nehmen oben das Waffenzeichen. Oder? Oben das Waffenzeichen.
So, und drunter den Schmied. Schmied haben wir auf der 1. Geht klar, oder? Man kommt auch noch durch. Ja, geht klar, man kommt gut durch. Ja, passt. Geht, ne? Alter, schau mal das an, das ist richtig geil. Das ist richtig, richtig, richtig nice. Das sieht schon mega aus, oder? Warte. Warte, warte, warte. Das kommt schon gut, ne? Doch, das passt. Das ist mega. Gefällt mir. Passt, ne? Ja. Würde sagen, passt. Wo ist meine Facecam? Da. Okay, Leute. Gut, dann würde ich sagen, wir halten uns da nicht länger auf.